1,90 Meter, 85 Kilogramm, die neue Abwehrkante in der Bundesliga. In diesem Video möchte ich euch kurz und knapp den neuen Innenverteidiger des FC Bayern sowie meine persönliche Meinung zu diesem Transfer vorstellen. Welcome, Kim Min-jae, das Monster. Seit Wochen wird nun über den Transfer berichtet, aber jetzt ist der Medizincheck absolviert und der Transfer endlich fix. Der Südkoreaner wechselt für eine Ablöse um die 50 Millionen dank einer Ausstiegsklausel zu den Roten und ersetzt hier den undankbaren Lucas Hernandez. Viel Spaß in Paris! Kim wurde vergangene Saison zum besten Verteidiger der Serie A gewählt. Sein ehemaliger Coach Luciano Spalletti geht sogar noch weiter und bezeichnet ihn als momentan besten Innenverteidiger der Welt. Geboren wurde Kim am 15.11.1996 an der Südküste Südkoreas und wuchs dort in eher ärmlichen Verhältnissen auf. In der Anfangszeit noch als Mittelstürmer. Im Laufe seiner Karriere zog es ihn dann aber immer weiter nach hinten. Seine Entwicklung hingegen ging in den letzten Jahren steil bergauf. Mit seinem Wechsel in diesem Sommer machte er einen Hattrick perfekt. 3 Wechsel in 3 Jahren. Jeweils ein Step nach vorne, was die Größe der Vereine betrifft. Was eher nach unerwünschtem Wandervogel klingt, ist in Wahrheit eine Karriere, die in den letzten 3 Saisons im Schnelldurchgang ganz nach oben führt und ist einfach nur seiner Qualität geschuldet. Er ist ein technisch versierter, athletischer und robuster Innenverteidiger, der das Defensivspiel sehr aggressiv angeht. Seine Stärken liegen klassischerweise für einen Verteidiger im Zweikampfverhalten und Kopfballspiel. Besonders machen ihn aber die Fähigkeiten, die eben nur wenige besitzen. Seine Schnelligkeit gepaart mit seinen überragenden Passwerten. Ich blende euch hier mal seine Statistik dazu ein. In diesem Bereich gehört er überall zu den Besten auf seiner Position in den Top 5 liegen. Mit 2 Toren in 45 Partien der letzten Saison könnte er in Sachen Torgefährlichkeit definitiv noch zulegen. Aber hoffentlich schießt er nächstes Jahr sowieso ein gewisser Harry Kane für uns die Tore. Dann kann sich Kim ausschließlich aufs Verteidigen konzentrieren. Ein Blick auf seine Marktwertentwicklung bestätigt nochmal seinen Aufstieg der letzten Jahre. Aktuell liegt er bei 60 Millionen, was ihn zu einem absoluten Stil macht dank der Ausstiegsklausel. Was ich mir ebenfalls immer gerne anschaue, ist die Verletzungshistorie. Wie man sieht, hat er seit 2021 nur 8 Spiele verpasst. Das bringt dir einen Topspieler, sagen wir mal rein hypothetisch, für eine Ablöse von 80 Millionen, der dann 50% der Spiele nicht macht. Nochmals, viele Grüße an Paris. Aber zurück zu Kim. Wie vorher schon erwähnt, ist es der 3. Wechsel in 3 Jahren. Das erste Mal, dass er so richtig auf sich aufmerksam machte, war nach seinem Wechsel aus Asien zu Fenerbahce, bei denen er direkt Stammspieler wurde. Dann ging es für ihn weiter nach Neapel, mit denen er den Scudetto ebenfalls als unumstrittene Stammkraft gewonnen hat. Nun folgt also der Schritt zum großen FC Bayern. Ob er hier wohl auch direkt Stammspieler wird? Meine persönliche Meinung dazu ist ein klares Ja. Ich sehe ihn direkt in der Startelf zusammen mit Matthijs de Ligt. Letztes Jahr habe ich einige Spiele von ihm über 90 Minuten bei Neapel gesehen und habe mir in der Vorbereitung für dieses Video nochmal viel über ihn angeschaut. Ich finde, er ist ein perfekt Fit für die Defensive der Münchner. Seine Ruhe und Passgenauigkeit sind genau das, was unser Aufbauspiel von hinten braucht. Dazu noch seine Schnelligkeit, die für unsere doch meist recht hochstehende Kette einfach ein Riesenvorteil ist. Wenn De Ligt weiter so abliefert wie letztes Jahr und er seine Form halten kann, dann sehe ich hier tendenziell die stärkste Innenverteidigung in ganz Europa. Der Transfer macht sich natürlich auch gut bei der anstehenden Asienreise. Meine abschließende Meinung zu diesem Wechsel ist also sehr positiv. Wie seht ihr das? Schreibt's gerne mal in die Kommentare und haut einen Daumen raus, wenn es euch gefallen hat. Servus und bis bald.